Liebe Studierende, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer dritten Sitzung der Vorlesung Wirk. Heute geht es um theoretische und methodische Grundlagen. Ich freue mich schon auf die Sitzung. Ich glaube, sie ist eine meiner Lieblingssitzungen, denn ich werde die Gelegenheit haben, einfach mal auch bunte Dinge herauszupicken, bei denen ich glaube, dass sie wirklich ganz wichtig sind für ein gutes Verständnis der Wirkung von Medien und wie wir das untersuchen können. Aber eben die vielleicht in erster Linie erstmal gar nichts mit Medien zu tun haben, sondern eben eine Grundlage bieten, mir sehr wichtig sind und von daher an dieser Stelle einen eigenen Raum bekommen. Über was werden wir heute sprechen? Es gibt zwei übergeordnete Bereiche. Es ist so, dass wir uns zum einen mit Verhalten beschäftigen werden und hier Theorien, die Verhalten erklären können. Wir beginnen mit einer ganz knappen, aber sehr mächtigen Theorie, nämlich Kurt Lewins Feldtheorie. Danach gehen wir weiter mit der Theory of Planned Behavior. Anschließend sprechen wir über ABC-Theorien oder diesen Ansatz und ebenso über Attributionen. Und danach machen wir weiter mit methodischen Bereichen. Wir gehen auf die Unterscheidung zwischen Korrelation und Kausalität ein. Wir besprechen, was eine Moderation und was eine Mediation ist. Wir sprechen über Effektstärken und über die Generalisierbarkeit unserer Forschung und der Forschung, die wir lesen und was wir daraus eben ableiten können für Phänomene des Alltags. Also steigen wir direkt ein mit dem ersten Part. Und hier geht es darum, dass es sehr sinnvoll ist, eine grundsätzliche Vorstellung davon zu haben, wie sich Menschen verhalten, unabhängig, ob das mit Medien zu tun hat oder nicht. Es gibt ein paar sehr wirkmächtige Modelle, die Verhalten erklären können, beispielsweise die vorhersagen können, welches Buch diese Person dort auswählen wird, und darauf gehen wir jetzt ein. Zu Beginn möchte ich anfangen mit Kurt Lewins Feldtheorie. Eine sehr alte Theorie, aber eine, die vor allen Dingen ein grundsätzliches Verständnis davon gibt, wie wir in allererster Instanz auf menschliches Verhalten schauen können. Und es ist ganz einfach. Sieht nämlich wie folgt aus. Es ist so, dass sämtliches Verhalten, das wir an den Tag legen, eine Funktion ist von uns, der Persönlichkeit, die wir mitbringen, und eine Situation, in die wir nach Heidegger geworfen werden, in der wir uns befinden. Und letztlich ist es so, wir können immer schauen, wenn wir uns ein Verhalten betrachten, vielleicht auch eins, was auffällt, dann fragen wir uns, naja, liegt das vielleicht an der Person oder liegt das an der Situation, in der diese Person geworfen wurde oder in der sie sich halt eben verhält? Es ist so, dass eine extrovertierte Person sicherlich eher ein Verhalten an den Tag legt, dass man mal einen Witz erzählt, dass man mal einen Spruch macht, dass man mal im Mittelpunkt steht. Aber es kann auch sein, dass das in einer gewissen Situation der Fall ist, obwohl die Person gar nicht extrovertiert ist. Also ich war am Wochenende beispielsweise auf einer Hochzeit und da hat der Bräutigam meine Rede gehalten und er stand somit im Mittelpunkt. Aber das war eher der Situation geschuldet als der Person, denn er mag das eigentlich gar nicht. Und von daher ist es immer, das sind so die beiden Hauptdinge, die man immer im Hinterkopf haben kann und sich fragen kann, woran liegt das? Und ich glaube, ja, ist schon eine sehr spannende Theorie. Dann geht es weiter mit der Theory of Planned Behavior, welche etwas komplexer ist, welche sich auch auf einer ganz allgemeinen Ebene mit Verhalten auseinandersetzt und versucht zu erklären, wie wir uns verhalten. Theorie ist auch schon etwas älter, aber weiterhin sehr aktuell, wird also sehr viel in der Forschung noch verwendet. Ich selbst habe sie beispielsweise in meiner Dissertation damals angewandt. Und ihre Grundlage ist, dass wir Verhalten erklären wollen. Also wer
zeigt ein gewisses Verhalten. Wer schaut beispielsweise eine gewisse Mediensendung, die gerade en vogue ist? Um erstmal rauszukriegen, wie sich jemand verhält, ist es am besten zu fragen, naja, was ist denn deine oder ihre Absicht? Ist es dein Ziel? Hast du vor, eben diese Serie zu schauen, ja oder nein? Und wenn das eine Person beabsichtigt zu tun, dann ist das der beste Prädiktor dafür, dass diese Person das auch machen wird. Ja? Also ich habe vor, mir eine Doku über Heidegger anzuschauen, ist sicherlich einer der besten Prädiktoren, ob das jemand wirklich macht. Denn die meisten von uns haben das wahrscheinlich gar nicht vor. Nun aber, wie kommen wir zu dieser Intention? Und das ist vielleicht das Spannende. Hier werden drei Faktoren aufgezählt. Und das erste ist die Einstellung. Ja, ist es so, dass ich denke, dass es für mich gewinnbringend ist, mir eine Doku über Heidegger anzuschauen? Ist es so, dass ich daraus eine Freude ziehen würde? Oder ist das vielleicht nicht der Fall? Also meine Einstellung beeinflusst meine Intention. Darüber hinaus aber auch die subjektive Norm. Ist es etwas, was mein Umfeld von mir erwartet? Naja, als Studentin kann man sicher auch mal über den Tellerrand blicken und etwas weiterbilden. Ist das so, dass meine Mitbewohnerin gesagt hat, hey, guck mal, ich habe diese Heidegger-Doku mir angeschaut, willst du die nicht auch mal anschauen? Ja, und sobald das der Fall ist, hat das natürlich einen großen Einfluss darauf, ob wir diese Absicht überhaupt entwickeln. Und am Ende des Tages sehen wir uns in der Lage, ein gewisses Verhalten zu zeigen. Wenn es eine Doku ist, die auf Netflix nur läuft und ich keinen Netflix-Kanal habe, würde ich vielleicht sagen, so, ne, das kann ich mir vielleicht auch gerade nicht leisten oder ist gerade nicht drin. Ich würde zwar eigentlich ganz gerne, aber das kann ich gerade nicht. Dann ist das eben auch ein Prädiktor, dass vielleicht manche sagen, ja, ich finde es zwar toll und ihr macht es, ja, aber für mich ist das aktuell keine Option. Ja, das heißt, das ist auch ein Aspekt. Und tatsächlich ist es so, dass selbst manchmal ist es so, dass man sogar einfach unabhängig davon, ob man die, selbst wenn man eine Intention ausbildet, die wahrgenommene Verhaltenskontrolle am Ende des Tages einfach entscheidet, ob man etwas umsetzt oder nicht. Und wenn man etwas nicht hinkriegt oder nicht hinkriegen kann, dann zeigt man es sich unabhängig von der Intention. Also da gibt es natürlich direkte Einflüsse. Ja, das ist die Theory of Planned Behavior, die eben auch nur 5 Variablen beinhaltet, aber damit ein schönes, umfassendes Bild gibt darüber, wie wir Verhalten verstehen können. Und es ist auch manchmal ganz spannend, sich zu überlegen, was ist das zugrunde liegende Menschenbild hier. Zum einen die Einstellungen, die bilden das rationale Wesen des Menschen ab. Naja, also wenn ich das einfach denke, dass mir das was bringt, ja, mir eine Doku über einen deutschen Philosophen anzuschauen, wenn ich zu dem Entschluss gekommen bin, dann hat das einen Einfluss auf mein Verhalten. Also es spielt auf die Rationalität an. Ebenso werden Einstellungen auch geprägt durch die Emotionalität. Ja. Habe ich da Lust drauf? Fühlt sich das gut an? Oder lehne ich das irgendwie ab? Liegt mir das fern? Ja. Also das wird darüber abgebildet. Ebenso wird dieses soziale Wesen des Menschen, was uns so auszeichnet als soziales Tier, dass wir häufig einfach anderen hinterherlaufen, dass wir das machen, was andere von uns erwarten und dass wir andere als Vorbild nehmen, dass das eben unser Verhalten auch prägt. Und nicht zu guter Letzt, das kennen wir auch alle, das Pragmatische in uns, dass wir es manchmal einfach nicht schaffen, morgens rechtzeitig aufzustehen, am Wochenende, obwohl wir das vielleicht vorhatten und von daher das einfach auch Teil von uns ist. Es ist so, dass worauf ich noch eingehen möchte, die subjektive Norm aus 2 Dimensionen besteht. Wir haben auf der einen Seite die injunktive Norm. Das ist etwas, was explizit ist, was eine Aufforderung ist. Ja, hier als Beispiel, was wir heutzutage viel erleben, so, Sie müssen hier eine Maske tragen. Ja, es ist die Aufforderung, tragen Sie hier eine Maske. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die deskriptive Norm. Das ist das, was unser Umfeld lebt. Ist es so, dass wenn wir uns in gewissen Kreisen treffen, dass man eine Maske anzieht oder nicht? Und vielleicht sagt niemand, nee, ich will, dass du eine Maske anziehst, sondern vielleicht machen das die Menschen einfach und dann trage ich das auch, mache ich das automatisch. Ja? Vielleicht in der Stadt in engeren Bereichen, wo einem das niemand vorgibt, aber man merkt, naja, wie machen das die anderen? Wenn das niemand macht, mache ich es vielleicht auch nicht. Wenn es viele machen, mache ich es vielleicht auch.
Von daher, das ist sicherlich etwas, was auf uns drauf wirkt. Ja? Also die Umgebung kann eben auf zwei Arten auf uns wirken. Entweder, dass sie zu uns sagt, naja, ich möchte gerne, dass du das machst, könnte es machen oder immer noch sein lassen. Oder aber indem sie es einfach vorleben und darüber eben eher eine indirekte Wirkung auf uns haben. Ja, kurze noch abschließende Gedanken zu der Theory of Planned Behavior. Sie ist tatsächlich eine der bewährtesten Theorien der Sozialwissenschaft. Sie ist vielfach geprüft und auch bestätigt in verschiedenen Kontexten und ja, also eine sehr solide Grundlage, die ein wirklich tragfähiges Fundament darstellt. Es ist ein Verhaltensmodell, das sich breit anwenden lässt. Das sind ja allgemeine Faktoren und deswegen ist es immer so spannend, dass wir die Theory of Planned Behavior nutzen können, wenn jetzt was Neues kommt. Ja, wenn wir ein neues Phänomen haben und wir rauskriegen wollen, was sind denn die antreibenden Faktoren. Aber was wir hier beachten müssen, ist, wir wissen bereits, dass diese drei Faktoren der Einstellung, der Norm und der Verhaltenskontrolle, dass die unser Verhalten beeinflussen. Es wird keinen Bereich geben, wo das nicht eine Rolle spielt. Die Frage ist, was spielt wo vielleicht mehr eine Rolle? Spielen bei gewissen Bereichen vielleicht Ängsten mehr eine Rolle, bei anderen Bereichen vielleicht mehr die rationale Entscheidung, bei anderen vielleicht eher mehr, was unsere Freunde machen. Und von daher das ist dann interessant, also eher die Gewichtung der Faktoren dann rauszukriegen. Und falls Sie das selbst irgendwann mal anwenden sollten oder wollen, vielleicht in Ihrer Bachelorarbeit, ist es so, dass Sie beachten müssen, dass die Theory of Planned Behavior auch eine konkrete Vorgabe hat, wie man die anwendet. Also, dass es gewisse Formulierungen bei den Fragen gibt, die man zu verwenden hat, um eben auch das Verhalten genau vorhersagen zu können. Und das kann man überraschend gut. Und auch wichtig ist, dass wir nach Möglichkeit die Leute nicht fragen, naja, hast du die Heidegger-Doku angeschaut, sondern dass wir darüber wirklich, dass wir das objektiv messen können. Ja, also beispielsweise über Klickzahlen oder über View-Counts. Ja, weil es einfach gut ist, dass diese andere Datenquelle zu haben und dass die Studie dann valide macht, weil Selbstberichte natürlich auch einer gewissen Verzerrung unterliegen. Ja, also eine tolle Theorie, die einfach insgesamt gesehen, glaube ich, ein gutes Bild darauf gibt, wenn wir verstehen wollen, wie sich Menschen verhalten. Und vor allem ist sie, glaube ich, gut in Bezug auf solche Stimmen, die sagen, es gibt keine Rationalität oder es gibt nur die Emotionen, sondern nein, es ist schon so, dass alle diese Faktoren eine Rolle spielen. Es ist also multifaktoriell und klar, die sind bisweilen unterschiedlich gewichtet von Person zu Person oder auch von Situation zu Situation. Nun, der nächste Bereich sind die ABC-Theorien und das ist tatsächlich eher mehr so ein Tipp oder etwas, was mir selbst irgendwann mal aufgefallen ist, was ich Ihnen mitgeben möchte. Denn es ist so, dass viele Ansätze auch in der Rezeptions- und Wirkungsforschung häufig so dreigeteilt sind. Nicht nur die Trias der Rezeption, der Selektion, der Rezeption und der Wirkung, sondern auch allgemein Theorien. Und zwar mit zum einen häufig eine affektive Komponente, ein Affekt, also ein Gefühl, eine Emotion, das ist häufig ein Bestandteil. Ein zweiter Bestandteil ist das Verhalten, also auf Englisch Behavior. Wie lebt jemand oder aber auch, wie beeinflusst das Verhalten von uns selbst unsere Einstellungen später? Und dann zu guter Letzt eben C, das ist die Kognition, die Cognition, eben unsere Einstellungen, Vorstellungen von der Welt, die wir haben. Und das ist, glaube ich, das ist eine ganz gute Eselsbrücke, dieses ABC, weil man das dann merkt, dass häufig gibt es eine neue Theorie zu der Mediennutzung oder zu der Mediennutzung. Und am Ende merkt man doch immer, das sind doch eigentlich die drei Bereiche, auf die ihr da rekurriert. Die kennen wir doch schon. Ja, und deswegen, das sind die drei Bereiche. Und das ist, glaube ich, einfach ganz gut zu wissen, dass es diese typische Gliederung gibt. So, dann gehen wir weiter zur letzten Theorie. Eine, welche ich, wenn man mich fragt, ich hatte das eingangs erwähnt, dass ich eigentlich gelernter Psychologe bin. Wenn man mich fragt, was sind die Dinge, bei denen ich denke, das sollten eigentlich alle Nicht-PsychologInnen wissen, kommt mir als
Mit als erstes der Bereich der Attribution. Attribution, und da werde ich gleich drauf eingehen, was das ist, ist etwas, was wir alle Menschen jeden Tag minütlich fast schon oder mindestens stündlich machen und wir uns dessen gar nicht bewusst sind, was für ein Mechanismus dahinter steht. Und klar ist es jetzt, was ich jetzt sage, nicht komplett neu. Viele von Ihnen kennen das vielleicht auch und es ist auch ein Stück weit gesunder Menschenverstand. Aber ich glaube, es hilft einem trotzdem, wenn man dafür dann einen Fachterminus hat und ein paar Wirkprinzipien kennt, um es besser zu sehen, zu verstehen und einzuordnen. Was sind Attributionen? Eine Attribution ist eine Ursachenzuschreibung. Ja, bedeutet, warum ist etwas geschehen? Was sind die Gründe? Warum hat die Person sich die Heidegger-Doku angeschaut? Ja, woher kommt das? Warum ist es entstanden? Und wir können primär unterscheiden, ob wir internal attribuieren oder external. Ist es so, dass wir den Grund bei uns sehen, bei der Person sehen oder in der Situation sehen, in äußeren Umständen? Also ich kann intern attribuieren auf mich, es lag an mir, oder ich kann extern attribuieren auf die Umwelt, es lag an denen. Besonders beliebtes Beispiel ist, oder wo wir das finden können, ist bei Erfolg oder bei Misserfolg. Woran lag der Erfolg oder woran lag es, dass es einen Konflikt gab? Und Beispiel Note Klausur in Wirk. Sie haben eine 1 erhalten diesem Studienjahr und Sie sagen, naja, das lag auch einfach daran, dass ich mich sehr gut auskenne. Ich habe dafür gelernt, ich habe gebüffelt und ich bin einfach ein guter Kovi-Student. Ja, deswegen habe ich die 1 mir ergattert. Oder Sie sagen external, naja, okay, also das war wirklich eine leichte Klausur. Es wurden einfach nur Inhalte der Folien abgefragt. Ja, also das war jetzt auch kein Meisterwerk, also kein Kunststück. Also von daher, das können Sie, das machen Menschen und das ist ganz interessant zu beobachten, dass es da eben Menschen gewisse stabile Muster haben. Also wir alle kennen Menschen, die selbst bei tollen Erfolgen sagen, ja, das war doch nur Glück oder beim nächsten Mal klappt es bestimmt nicht. Und wohingegen andere immer sofort sagen, es lag an ihnen selbst, wahrscheinlich am Ende sogar noch beim Lotto, dass sie glauben, ja, das habe ich mir selbst erarbeitet, und anstatt dass sie denken, dass es einfach dem Umstand geschuldet war. Das war für mich durchaus augenöffnend, das dann anschließend in meinen Umgebungen diese Muster zu erkennen. Wir alle allerdings neigen zu dem sogenannten fundamentalen Attributionsfehler. Das ist eine Verzerrung, die wir alle an den Tag legen. Und zwar bedeutet es, dass wir bei anderen Personen häufig auf die Person attribuieren. Bedeutet, wenn uns im Straßenverkehr jemand die Vorfahrt nimmt oder schneidet oder anhubt, dann sagen wir nur, oh, was ist denn das für ein Arsch? Was ist denn das für ein Egoist? Ja? Warum macht er das? Bei uns selbst, ja, dann sagen wir mal, sind wir halt weitaus eher zu sagen, boah, ich hatte heute einen schlechten Tag. Ich bin heute gestresst oder ich muss mich beeilen, weil ich auf einen wichtigen Termin muss. Aber man würde nicht auf die Idee kommen, zu sagen, dass man vielleicht selbst einfach in der Situation, dass man als generell als Mensch einfach unangenehm ist. Ja? Auf die Idee käme man nicht. Ja, dass die zentralen Punkte zum Thema Attribution. Also ein Wirkmechanismus, ein Verhalten, was wir in ganz vielen Bereichen vorfinden können. Gehen wir zum zweiten Teil der Vorlesung zu typischen Methoden, die wir verwenden und typische Fallstricke, auf die wir dabei treffen. Und das erste ist eines, von dem Sie gewiss schon gehört haben, nämlich die Unterscheidung in Korrelation und Kausalität. Sprich, hängen zwei Dinge zusammen oder beeinflusst das eine das andere? Wie hängen die Dinge zusammen? Ist das zufällig oder ist das kausal? Also löst das eine das andere aus? Und Sie sehen den Storch hier als Hintergrund, als vielleicht bekanntestes Beispiel, in dem eine Korrelation als Kausalität fehlinterpretiert wird, im Sinne von, dass es dahinter, also die kennen das Beispiel ja, die Störche,
die Störche bringen die Kinder. Woher kommt das her? Es kommt ursprünglich daher, dass es eben, Sie wissen, es gibt einen Storchenflug und es gibt auch eine gewisse Gleichverteilung der Geburten. Und im Frühjahr, wenn die Störche zurückkommen aus dem Süden, ist es auch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass Kinder geboren werden. Und von daher hat man gesagt, nein, dann müssen ja die Störche die Kinder bringen, weil immer dann, wenn die Störche kommen, gibt es mehr Kinder. Das heißt, dann müssen die ja bringen. Na, natürlich ist klar, dass das kein kausaler Hintergrund ist, aber hier wird einfach ein gemeinsames, paralleles Auftreten eben als Ursache-Wirkung dann zumindest im Volksmund dann umgedichtet oder einfach genutzt, um das den Kennern zu sagen. Also, denn wir alle wissen, Korrelation ist nicht Kausalität. Und es gibt ein paar ganz lustige Beispiele, anhand derer man das illustrieren kann. Unter anderem gibt es hier diese Korrelation zwischen den Ausgaben des US-Ministeriums für Wissenschaft, Raumfahrt und Technologie und die Entwicklung von Suiziden über sich aufhängen, strangulieren oder ersticken. Und da sehen wir über die letzten Jahre, dass es eben hier einen verblüffend genauen Zusammenhang gab, also eine hohe Korrelation. Aber natürlich hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Ebenso folgendes Beispiel. Es gibt eine Korrelation zwischen der Anzahl der Personen, die ertrunken sind, weil sie in einen Swimmingpool gefallen sind, und den Filmen im Jahr, in denen Nicolas Cage aufgetreten ist. Aber das eine hat sicherlich nichts mit dem anderen zu tun. Aber es ist eine spannende Korrelation. Und zu guter Letzt auch noch dieses Bild, das Korrelation nicht Kausalität darstellt. Also nur weil alle hier anschieben, schieben nicht alle wirklich an. Ja, es ist optisch sehr, tritt gleich zum gleichen Zeitpunkt auf, aber nur das eine führt wirklich zu dem Fortbewegen des Lasters und nicht das andere. So, das waren jetzt vielleicht eher so ein paar lustige Einstiege, aber es ist tatsächlich auch einfach eine große wissenschaftliche Herausforderung, damit umzugehen. Und ein Beispiel, woran wir das festmachen können, folgt jetzt aus der Rezeptions- und Wirkungsforschung. Und zwar, nehmen wir mal an, Sie wollen untersuchen und Sie führen eine Umfrage durch, um herauszukriegen, inwiefern Zeitungslesen und Allgemeinbildung zusammenhängt. Und Sie befragen 100 Personen und Sie kriegen dann eine statistische Korrelation und Sie stellen fest, Tatsache, Menschen, die mehr Zeitung lesen, können mehr Fragen zur Allgemeinbildung korrekt beantworten. Also es gibt einen Zusammenhang. Jetzt ist die intuitive Hypothese vielleicht, dass Sie sagen, naja, dann muss es ja wohl so sein, dass Zeitung lesen, darüber die ganzen Dinge, die man da erfährt, ja dazu führt, dass Menschen einfach eine höhere Allgemeinbildung haben. Also liegt das nahe zu sagen, Zeitung lesen erhöht die Allgemeinbildung. Das muss aber nicht so sein. Es gibt mehrere Probleme. Es könnte nämlich auch exakt andersrum sein. Es könnte so sein, dass die Personen, die allgemein über eine höhere Allgemeinbildung verfügen, einfach auch eher zur Zeitung greifen. Vielleicht, weil sie die Dinge dort besser verstehen können. Vielleicht, weil es Ausdruck von anderen Dingen ist. Oder weil das in ihrem Job erfordert wird. Es kann also sein, dass eine Allgemeinbildung eigentlich das Zeitunglesen beeinflusst und nicht andersrum. Oder eben, dass wir über je allgemeiner man gebildet ist, umso eher hat man vielleicht eben die Überzeugung, dass das sinnvoll ist, Zeitung zu lesen. Ja, also es kann sein, dass die Bildung tatsächlich das Zeitunglesen beeinflusst. Es kann aber auch sein, dass beides sich gar nicht gegenseitig beeinflusst, dass es eine Scheinkorrelation ist, sondern dass es in Wirklichkeit einfach nur eine zugrunde liegende Ursache gibt, die beide Dinge beeinflusst, aber die sich gar nicht gegenseitig beeinflussen. Gibt es etwas, was Ihnen da einfallen könnte? Ja? Was beeinflusst, ob jemand Zeitung liest und was beeinflusst, ob jemand gebildet ist? Ja, was mir in den Sinn kommt, ist der sozioökonomische Status. Was für ein Einkommen jemand hat, einfach was für ein Bildungsgrad, also was für einen Schulabschluss jemand gemacht hat, aus welchem Elternhaus jemand kommt, in welcher Gegend jemand wohnt,
Das sind alles Dinge, die beeinflussen können, ob jemand Zeitung liest und wie gebildet er ist. Ich kann jetzt an dieser Stelle nicht abschließend bewerten, wie das in dem konkreten Fall ist. Ganz häufig ist es so, dass es einfach viele plausible Möglichkeiten gibt. Und wichtig ist vor allen Dingen, dass man sich nicht zu sehr aus dem Fenster lehnt, indem man sich auf eine festlegt und sagt, naja, auf jeden Fall ist das monokausal in die eine Richtung, sondern das müsste man dann schon diese Optionen miteinander vergleichen und gucken, was wohl plausibler ist. Ja, wie können wir Kausalität untersuchen? Der Königsweg zur Bestimmung von Kausalität ist das wissenschaftliche Experiment, auch bezeichnet als Randomized Control Trial. Randomisiert bedeutet, dass etwas zufällig geschieht und dass eben aufgeteilt wird, dass wir zufällig entscheiden, ob Menschen einer Kontrollgruppe angehören, also jemand, die kein Treatment bekommen, also in dem Fall beispielsweise keine Zeitung lesen, und andere in die Treatment-Kondition packen, die Experimentalgruppe, und denen eine Zeitung geben. Na, und dass beispielsweise eben ein Jahr lang eine Gruppe Zeitung liest, die andere nicht. Wir aber vorab Leute auf die zwei Bedingungen zufällig aufgeteilt haben, ist ganz wichtig, zufällig aufgeteilt haben, nicht möchtest du lieber Zeitung lesen oder möchtest du lieber nicht Zeitung lesen. Und dann anschließend eben gucken, gab es eine Veränderung in der Allgemeinbildung. Ebenso möglich, und was wir auch machen können, ist, wir können Längsschnittstudien durchführen. Das heißt, wir beobachten Menschen über mehrere Zeiträume und wir gucken eben, ob Veränderungen im Zeitunglesen auch mit Veränderungen in der Allgemeinbildung einhergehen. Ebenso können wir Querschnittstudien durchführen. Bedeutet, wie wir es eingangs gemacht haben, wir fragen Leute nach ihrem Zeitungsleseverhalten, nach ihrer Allgemeinbildung. Aber wir kontrollieren für sämtliche andere Trittvariablen, welche beide Phänomene erklären können. Wir kontrollieren also für das Geschlecht. Vielleicht ist es so, dass Frauen mehr gebildet sind und auch mehr Zeitung lesen. Wir kontrollieren für sozioökonomischen Status und so weiter. Alle Variablen, die es gibt, die beide Dinge erklären können. Ja, das ist sehr schwer. Das ist etwas, was nur schwer gelingt, aber interessanterweise auch häufig gar nicht so wirklich probiert wird in der Forschung. Man nimmt nur zwei, drei Kontrollvariablen und dann hört man schon auf. Das ist durchaus ein etwas blinder Fleck der Kommunikationswissenschaft. So, also, wir sind häufig interessiert an kausalen Zusammenhängen, können aber manchmal nur Aussagen über Korrelation treffen. Aber Aussagen über Korrelation sind trotzdem spannend und relevant und sollten nicht zu gering geschätzt werden. So, gehen wir weiter mit dem nächsten Bereich. Etwas, was mir wichtig ist, an dieser Stelle zu betonen: Es geht jetzt zunehmend in die statistische Richtung, aber gerade die folgende Unterscheidung ist grundlegend für ganz, ganz viele Theorien, die wir im Folgenden besprechen werden, und sich eben zu vergegenwärtigen, was diese Theorien genau an Wirkmechanismen abbilden, ist hilfreich und sehr, sehr viel lässt sich eben auf die Unterscheidung zwischen Moderation und Mediation zurückführen. Und das ist durchaus natürlich anfangs auch so ein bisschen so eine Art Zungenbrecher oder schwer zu merken. Aber das ist etwas, das müssen Sie wirklich wissen. Das ist eine Grundausbildung in der Sozialwissenschaft, in den empirischen Sozialwissenschaften, dass sie eben unterscheiden können, dass sie diese Wirkmechanismen können. Ja, was ist eine Moderation, was ist eine Mediation? Und deswegen wiederholen wir das jetzt nochmal, falls Sie das noch nicht, falls Sie es vergessen haben, oder ich spreche es an, falls es für Sie tatsächlich noch neu sein sollte. Wir haben ja auch ein paar GasthörerInnen. Bei einer Moderation ist die zugrunde liegende Perspektive, dass man sagt, es kommt darauf an. Die Welt ist unterschiedlich. Also beispielsweise, ob uns das Anschauen einer Serie gefällt oder nicht. Also ich schaue eine Serie an und ich messe, ob das jemandem gefällt, hängt davon ab, welche Person wir fragen. Wenn wir eine Kinderserie haben und wir fragen ein Kind, dann wird sich ein Kind natürlich weitaus mehr darüber freuen als ein älterer Herr. Wenn wir eher
beispielsweise, das ist jetzt auch nicht nur ein Stereotyp, eher Sportsendungen zeigen, haben wir mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, natürlich nie eine absolute Gewissheit, aber eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass diese bei Männern besser bewertet werden. Und genau, und von daher ist das der Grundansatz der Moderation, dass wir sagen, was sind denn die Dinge, die einen Einfluss darauf haben, was einen Einfluss hat. Ja? Also was beeinflusst den Beeinfluss? Was beeinflusst das Wirken der Serie auf mein Empfinden? Und das ist eben hier beispielsweise das Geschlecht, der kulturelle Hintergrund, das Alter und so weiter. Sprich, so wird es meist dargestellt. Wir haben einen Zusammenhang, einen Einfluss. Also hier ist es klar als Einfluss postuliert. Ja, Zeitung lesen beeinflusst meine Allgemeinbildung. Ja, es führt dazu, dass ich mehr lerne. Aber jetzt können Sie sich mal überlegen, wovon könnte das abhängen, dieser Zusammenhang? Was sind mögliche Trittvariablen, unter denen das Lesen einer Zeitung einen größeren oder einen kleineren Effekt hat? Worauf ich gekommen bin, ist beispielsweise Vorwissen. Ja, wenn wir kein Vorwissen über eine gewisse Sache haben, dann ist es so, dass wir häufig überfordert sind. Also wenn ich in der Zeitung in einem Teil Naturwissenschaft über neue Errungenschaften in der Teilchenphysik lese, bleibt bei mir nicht viel hängen, weil da kenne ich mich nicht aus. Das fällt nicht auf fruchtbaren Boden. Bei anderen, die mehr wissen, die können das absprechen. Ach, das ist der Mechanismus und nicht der Mechanismus. Ach, ist ja spannend. Ach, hätte ich ja gar nicht gedacht. Und hier, was ich gar nicht könnte. Und dann auf einmal können die darüber eben wirklich Wissen bilden. Und vielleicht ja aber auch sogar manche, die ganz viel Wissen schon bereits haben, für die ist es dann auch nicht mehr neu. Ja, also für die bringt das gar nichts, das zu lesen nicht mehr. Das weiß ich ja schon. Ja. Genau, von daher ist es eben so, dass je nachdem, wie viel Wissen wir mitbringen, hat die Rezeption von Medien bisweilen einen unterschiedlichen Effekt. So wird das typischerweise dargestellt. Wenn wir das statistisch korrekt darstellen wollten, dann müssten wir es allerdings so abzeichnen. Denn es ist so, dass beide Dinge die Allgemeinbildung beeinflussen. Und die Frage ist, steigt der Effekt des Zeitunglesens, wenn wir mehr Vorwissen haben? Und das ließ sie sich so statistisch modellieren. Das ist ein Interaktionseffekt, den wir dann aufnehmen müssen. Und das ist eigentlich die bessere Darstellung. Ist aber untypisch. Ja, das andere ist besser zu verstehen, häufig. Also, wie definieren wir eine Moderation? Der Zusammenhang zwischen zwei Variablen hängt ab von einer dritten Variable. Unterscheiden sich Medieneffekte für Männer oder Frauen? Unterscheiden sich Medieneffekte auf Facebook oder Instagram? Ja, kann sein, dass Facebook Menschen radikalisiert und Instagram zusammenführt. Fiktives Beispiel. Es führt dazu, dass man gewisse Effekte nicht verallgemeinern kann, sobald wir einen Moderationseffekt haben. Man muss halt sagen, naja, es kommt drauf an. Und entscheidend ist, es liegt eine Moderation immer vor, solange der Effekt einfach nur anders wird. Ja? Irgendwie anders. Sobald er für beide Gruppen, es können auch mehrere Gruppen sein, gleich ist, gibt es keine Moderation. Sobald sie ein bisschen anders sind, gibt es eine. Und zwar, es kann sein, in Gruppe A ist der Effekt positiv und in Gruppe B ist er negativ. Ja, für manche ist es förderlich, für andere schädlich. Es kann sein, für manche ist es förderlich und für andere ist es egal. Ist auch eine Moderation. Wir haben einfach einen Effekt nur in einer Gruppe. Oder aber, es kann sein, in einer Gruppe ist der Effekt positiv, aber klein und in anderen ist der Effekt positiv, aber groß. Ja, auch eine Moderation. Und eben schon gesagt, eine Moderation ist vom Terminus her das gleiche wie eine Interaktion. Also statistisch haben Sie das vielleicht schon gehört, Interaktionsanalyse, Interaktionsterm, das ist das gleiche. Wichtig ist aber, die korrekte Durchführung und Interpretation auch von Moderationsanalysen sind sehr schwierig. Auch in wissenschaftlichen Studien und Beiträgen ist es häufig falsch umgesetzt. Das ist häufig, dass ich gesehen habe, so, nee, das habt ihr nicht richtig interpretiert. Und selbst in Bonfadelli ist es so, dass das, was eigentlich Moderationsanalysen sind, fälschlicherweise als Mediatisation oder mediatisierende Faktoren bezeichnet werden. Das ist nicht korrekt. Hatte auch dem Herrn Friemel das mal geschrieben und ihn darauf aufmerksam gemacht. Und das ist
Das ist eine super Interaktion, weil es ist genauso abgelaufen, wie es abgelaufen sein sollte. Wie hat er reagiert? Er hat gesagt, danke für den Hinweis, ist natürlich nicht richtig. In der nächsten Auflage wird es korrigiert. Und genauso darf und soll man auch genauso bitte meine Inhalte auch, sofern sie eben falsch sind oder zumindest kritikwürdig sind, bitte immer darauf aufmerksam zu machen. Das ist der Anspruch der Wissenschaft und von daher war das eine ganz tolle Interaktion und hat mich sehr gefreut. Allgemein ist meine Empfehlung, auch wenn Sie selbst empirisch tätig sind oder auch von einem Blickwinkel, es macht schon Sinn, erstmal zu gucken, gibt es einen Haupteffekt? Also macht es überhaupt etwas aus, wenn Menschen Zeitungen lesen in Bezug auf ihre Allgemeinbildung? Das ist die erste Frage. Und wenn wir das beantwortet haben, dann können wir tiefer gehen und sagen, okay, und wo gibt es vielleicht Dinge, von denen das abhängt? Und es kann sein, es gibt insgesamt keinen Effekt, aber wir finden trotzdem einen Moderationseffekt. Also für einen ist es positiv, für die anderen negativ. Könnte ja sein. Aber dann können wir trotzdem insgesamt sagen, insgesamt gesehen macht es eigentlich keinen großen Unterschied. So, das war die Moderation. Also eine spannende Analyse, eine relevante Analyse. Die unterscheiden wir von der Mediation. Und was ist die Mediation? Die Mediation beschäftigt sich mit der Frage deswegen, weil oder dem Mechanismus. Ein prominentes Beispiel sind diese Dominosteine. Sie werfen einen Dominostein um, der löst eine Kettenreaktion aus und der führt dazu, dass dann der letzte Dominostein in der Reihe umfällt. Ohne den ersten Stein wäre der letzte nicht umgestoßen. Trotzdem ist es so, zum Umkippen gebracht wurde der letzte Stein durch den vorletzten. Das ist das, was beeinflusst hätte. Wenn der vorletzte Stein nicht umgekippt wäre, wäre der letzte Stein nicht umgekippt. Ja? Also eine Mediation schaut sich, was beeinflusst einander. Anderes Bild beispielsweise hier, das Abbrennen dieses Häuschens. Das eine Streichholz brennt zuerst, zündet das zweite an und so geht diese Kettenreaktion weiter. Entsprechend wird die Mediation häufig als Kausalkette dargestellt, also wenn wir es jetzt hier betrachten, Zeitung lesen und führt zu mehr Allgemeinbildung. Durch welche Faktoren könnte das mediiert werden? Mir ist eingefallen, Auseinandersetzung mit Themen, also so geht mir das häufig. Wenn ich Zeitung lese, dann fange ich an, über Dinge nachzudenken. Und dann finde ich ein Thema spannend. Und dann unterhalte ich mich mal mit jemandem. Dann lese ich mal einen Wikipedia-Artikel oder ich beschäftige mich damit. Und je mehr ich mich damit beschäftige, umso mehr führt das eben am Ende des Tages zu einer Allgemeinbildung, etwas, was hängen bleibt. Das heißt, das ist so eine, ich kann die Zeitung lesen, aber wenn das bei mir keine innere Auseinandersetzung mit dem Thema auslöst, ja, dann bringt das nichts. Ich habe schon viele Texte gelesen, wo nichts hängen geblieben ist. Es wird typischerweise so dargestellt, dass wir schauen, wie viel von der Mediation ist indirekt, bedeutet, inwiefern wird Zeitung lesen, beeinflusst Zeitung lesen, die thematische Auseinandersetzung und die thematische Auseinandersetzung dann die Allgemeinbildung. Das ist ein indirekter Effekt. Wir haben also hier zwei Koeffizienten, die wir miteinander multiplizieren. Ja, erst den Effekt vom Lesen auf die Auseinandersetzung, Beschäftigung und dann von der Beschäftigung auf die Bildung. Und dann multiplizieren wir das, dann wissen wir, was der indirekte Effekt ist. Wir können aber auch den direkten Effekt uns betrachten. Wir können ja sagen, naja, okay, aber was ist denn alles andere, was eben nicht über die Auseinandersetzung geschieht, sondern eben wirklich über das reine Faktenwissen, was in dem Moment entstanden ist. Ja? Wenn ich halt wirklich in der Zeitung lese über die Amtszeit eines Kanzlers in Bulgarien beispielsweise und dann in dem Allgemeinbildungstest genau gefragt wird, wie lang war denn die Amtszeit dieses Kanzlers in Bulgarien, dann war es wirklich allein das Zeitunglesen, was dazu geführt hat, ja, weswegen ich diese Frage beantworten kann. Also das wäre ein direkter Effekt. Der totale Effekt ist dann, der eben schaut, naja, was sind denn diese beiden Effekte zusammen? Also der direkte plus der indirekte Effekt. Insgesamt gesehen, was macht eben Zeitungslesen mit der Allgemeinbildung? So, auch da gibt es ein paar Sachen zu beachten.
Wichtig ist, und das ist manchmal so ein Trugschluss, nur weil ein Effekt mediiert wird, verschwindet er nicht. Ja? Also wenn ich sage, Social Media führt dazu, dass Menschen unglücklich werden, und dann sagt dann jemand, aber das führt doch nur, aber das sind ja nicht die Medien, sondern das ist, weil man sich dort mit anderen negativ vergleicht. Und eigentlich ist der negative Vergleich das, was die Menschen unglücklich macht. Dann würde man zwar sagen, ja, es ist schon richtig. Also das eine führt dazu, dass wir uns negativ vergleichen, der negative Vergleich führt dazu, dass es uns schlechter geht. Aber hätten wir die sozialen Medien gar nicht erst geöffnet, wäre es uns nicht schlechter gegangen. Ja? Das erklärt es, warum es in dem Fall so war. Aber deswegen ist es nicht so, dass die Medien dann den Effekt nicht mehr haben. Ja, die lösen das eine aus, das eine löst das andere aus, aber am Ende des Tages können wir den Neid, den wir empfinden, kausal zurückführen auf die Tatsache, dass jemand sein Smartphone geöffnet hat. Wir wissen, wenn wir die Mediation analysieren, aber nur, warum das der Fall ist. Theoretisch, ja, falls wir das alles sauber analysiert haben. Entsprechend ist es wichtig, dass wir den totalen Effekt, dass man den immer berücksichtigt, weil der sagt uns nämlich, naja, aber unabhängig davon, was jetzt der soziale Vergleich war, was direkt war und so weiter, insgesamt, was macht das denn mit uns? Und man muss auch hier feststellen, dass Mediationsanalysen sehr komplex sind und häufig falsch umgesetzt sind. Ich glaube, der verbreitetste Fehler ist, dass man Querschnittsdaten erhebt und dann eine Mediation rechnet und auf einmal meint, man könne diese kausal interpretieren, nur weil man eine Mediationsanalyse gerechnet hat. Aber das ist unzulässig, das sind weiterhin Querschnittsdaten. Häufig ist es so, dass einfach nur der indirekte Effekt thematisiert wird, wenn der totale Effekt aber null ist. Ja, das ist nämlich häufig möglich. Und wenn Sie feststellen, dass es, um aufs Beispiel zurückzukommen, naja, es stimmt, dass Menschen, die Facebook nutzen, mehr negativen Effekt empfinden, sich mehr negativ vergleichen und dann mehr negativen Effekt empfinden. Und sie finden diesen indirekten Effekt, dann dürfen sie deswegen nicht automatisch sagen, Facebook führt dazu, dass es den Menschen schlechter geht, denn es kann ja sein, dass es aber noch ganz viele andere Mechanismen gibt, die dazu führen, dass sich Menschen wiederum freuen. Ja, also wenn ich jetzt eine längere Episode betrachte, kann es sein, dass es korrekt ist, dass ich mich negativ verglichen habe, aber ich habe vielleicht auch gelacht, ich habe was Neues gelernt, ich habe was von einem alten Freund gehört, und das sind dann wiederum positive Effekte. Und wenn wir die Aussage treffen wollen, wie Facebook insgesamt ist, müssen wir den totalen Effekt betrachten und nicht nur den indirekten. Sieht man leider häufiger in Forschungsstudien. Was ebenso wichtig ist, dass selbst wenn wir einen indirekten Effekt feststellen und den berichten, dass häufig nicht gesagt wird, ist der jetzt groß oder klein, sondern einfach nur, den gibt es, aber ist er relevant? Das ist halt die Frage. Das bringt uns zum nächsten Thema, Effektstärken. Ist auch jetzt eher ein statistischer Bereich, aber mir ist einfach wichtig, dass Sie das schon mal gehört haben und auch in Ihrer eigenen Lektüre der Fachartikel werden Sie darauf ja auch stoßen, auf eben die folgenden Fragen. Und zwar, leider ist es in der Wissenschaft so, dass der Fokus häufig auf der Wahrscheinlichkeit P liegt und nicht auf der Effektstärke. Was bedeutet das? Wir analysieren häufig eher, sind die Daten, die wir gefunden haben, ist die Auftretenswahrscheinlichkeit der Daten, die wir gefunden haben, besonders, also im Sinne von, haben wir was gefunden, was sehr unwahrscheinlich ist. Und wenn das der Fall ist, dann spricht man eben von statistischer Signifikanz. Ja? Also wir sagen, boah, die Leute, es ist so unwahrscheinlich, dass die Menschen so und so viel schlechter sich fühlen, nachdem sie Facebook genutzt haben. Das kann eigentlich kein Zufall mehr sein. Das ist so selten, dass das vorkommt. Dann sagen wir, nee, das ist ein Effekt. Ja? Also das ist relevant. Es führt dazu, dass WissenschaftlerInnen dann eben, man kann das quantifizieren, ich gehe auch gleich nochmal ein, eben versuchen, diese Auftretenswahrscheinlichkeit, also diese Seltenheit zu quantifizieren, und die müssen sie unter 5% kriegen oder die muss unter 5% sein. Wenn etwas weniger wahrscheinlich als 5% ist, dann ist es besonders und dann kann man darauf hinweisen. Also was genau bedeutet das? Erstmal ist es so, diese korrekte Interpretation dieses P-Wertes ist
würde ich fast schon sagen, selten. Also was der genau bedeutet, das wissen leider nicht so viele. Es geht um die Auftretenswahrscheinlichkeit der Daten. Also sie haben Antworten erhoben, darüber, wie sich Menschen fühlen und ob sie Facebook genutzt haben, ja oder nein. Und sie gucken, wie wahrscheinlich ist eine Korrelation beispielsweise, die sie gefunden haben, also die Korrelation der Daten unter der Annahme, dass es eigentlich gar keinen Zusammenhang gibt. Wie ist die Auftretenswahrscheinlichkeit der Daten, die sie haben, oder noch extremerer Daten, na, das ist, wenn man es genau ausdrücken will, also quasi eine Korrelation von Punkt 2 und oder größer, unter der Annahme, dass es aber eigentlich gar keinen Zusammenhang gibt. Und wenn Sie denken, es gibt keinen Zusammenhang und das ist die Annahme, und dann finden Sie aber doch einen Zusammenhang, dann sagen Sie, naja, das ist aber nur in den allerseltensten aller Fälle, gibt es allein aufgrund von statistischem Rauschen, finden wir solche Extremwerte, wo es keinen Zusammenhang gibt, dann entscheiden Sie sich eben für statistische Signifikanz und würden sagen, ja, es gibt einen Effekt. Aber was Sie damit nicht analysieren, das ist nämlich auch ein Fehler, ist, dass es sich hier um die Wahrscheinlichkeit der Nullhypothese handelt oder die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Theorie richtig ist. Das wissen wir nicht. Wir wissen nur die Auftretenswahrscheinlichkeit der Daten oder noch extremerer Daten unter der Annahme der Nullhypothese. Das ist jetzt sehr technisch, das prüfe ich auch nicht ab. Es ist aber wichtig zu wissen, dass die Wahrscheinlichkeit keine Aussage macht über die praktische Relevanz. Es sagt uns nicht, ist das ein großer Effekt? Ist das ein kleiner Effekt? Ja, weil der Punkt ist nämlich, wenn Sie ganz, ganz viele Personen befragen, dann ist es so, dass auch minimalste Effekte statistisch auffällig sind. Sie sagen, das hätten wir so nicht erwartet. Und wenn es keinen Effekt gäbe, dürften wir diese Abweichung nicht sehen. Aber wenn Sie 100.000 Leute befragen, dann wird am Ende des Tages alles statistisch signifikant, weil Sie die Sachen so genau messen können, dann können Sie am Ende wirklich ausschließen, dann sagen Sie, nee, das kann unter der H0 nicht sein, diese Daten, die wir haben. Und was sagen Sie am Ende über alle Ihre Daten, dass die unter der H0 nicht sein können, dass es halt Zusammenhänge gibt. Und das heißt, diese statistische Auftretenswahrscheinlichkeit, die ist nicht irrelevant, das ist schon klar, es sagt uns schon nach, das ist schon irgendwo, es ist schon, betrifft schon eine Auffälligkeit, aber deswegen ist es nicht notwendigerweise relevant. Denn Effektstärken brauchen wir, um eine Einschätzung dafür zu kriegen, ob eben wie stark der Einfluss, potenzielle Einfluss oder Zusammenhang von zwei Dingen ist. Ist es so, dass das Nutzen von Facebook Menschen halt ein ganz klitzekleines bisschen unglücklicher macht? Oder ist es so, dass es die in Depressionen stürzt? Und tatsächlich ist das einer meiner Hauptforschungsgegenstände und auch das, worauf ich eigentlich aufmerksam mache, ist, ja, es gibt viele Studien, die zeigen, dass es statistisch auffällige Zusammenhänge gibt zwischen Facebook oder Social Media Nutzung und Wohlbefinden, aber viele davon sind einfach irrelevant. Die sind so klein, dass wir das als Menschen gar nicht spüren, was es mit uns macht in der Summe, weswegen wir da jetzt keine Sorge haben müssen, ja, oder weswegen wir nicht als Gesellschaft uns sorgen müssten. Ja, von daher, also es geht darum, ist etwas relevant oder vernachlässigbar. Das Problem ist aber nur, wer sagt das einem jetzt? Ja? Ab wann wird was relevant oder nicht? Das entscheiden Sie anders als ich. Und es ist eine normative Frage, es ist auch wissenschaftsphilosophisch eine ganz spannende Frage, die Unterscheidung zwischen dem Ist und dem Ort von Hume, der hatte das damals eingebracht, die Unterscheidung, dass wir immer analysieren können, wie groß ist etwas, aber wie bewerten wir das jetzt? Ja? Wie ordnen wir das ein? Das ist also eine normative Frage. Das ist auch als WissenschaftlerIn immer schwerer, normative Aussagen zu treffen, als einfach nur zu messen. So. Ja, also ein Beispiel, wenn wir das unstandardisiert machen, wenn wir als Firma 10.000 Euro in Forschung und Entwicklung investieren, dann, das wissen wir, können wir unseren Gewinn um 20.000 erhöhen. Ja, das, da haben wir einen Einblick darüber, ob sich das lohnt oder nicht und ob wir eben den Aufwand auf uns nehmen wollen oder nicht. Und können das also quantifizieren. Ja, sobald wir also wir wissen aus der Vergangenheit, wenn wir so viel investieren, ist das, was am Ende da rumkommt. Es gibt aber auch standardisierte Effektstärken, indem wir gewisse Dinge vergleichen wollen. Also wenn wir eben wissen wollen, wenn wir vielleicht eine Mitarbeiterschulung vergleichen wollen mit einem monetären Investment,
Das sind ja ganz andere Skalen, auf denen das abgefragt wird, um zu schauen, was hat den größeren Einfluss. Können wir eben Effektstärken auch standardisieren, R, QSD, R-Quadrat, Eta-Squared. Und damit können wir eben auch Dinge sagen, die können wir beispielsweise Geld und Arbeitsstunden als vergleichen, was hat vielleicht einen größeren Einfluss auf die Arbeitnehmerzufriedenheit beispielsweise. Und das ist dann, klingt dann ein bisschen kryptisch, aber es bedeutet, wenn unsere Standard, wenn wir das in Standardeinheiten messen, beispielsweise das Geld, wenn wir also eine Standardeinheit mehr investieren in Forschung und Entwicklung, um wie viele Standardeinheiten erhöhen wir unseren Gewinn? Ist jetzt natürlich dann etwas schwerer zu greifen, aber ermöglicht eben auch einen Vergleich. Ja, um es ein bisschen einordnen zu können, gibt es Daumenregeln für Effektstärken und für Korrelation. Cohen hat eben folgende genannt, also alles, was kleiner als Punkt 1 ist, gilt als irrelevant. Punkt 1 größer als Punkt 1 klein, größer als Punkt 3 mittel und größer als Punkt 5 groß. Etwas neuer, Fanda et al. Und Kollegen haben etwas stringentere oder striktere Regeln aufgestellt, in dem sogar Effekte größer als Punkt 3 als groß bewertet werden. Was in den Sozialwissenschaften durchaus seine Berechtigung hat, weil es hier in der Regel kleinere Dinge sind, mit denen wir uns beschäftigen, aber die trotzdem eben gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich gesehen relevant sind und einen Unterschied machen können. Und da können wir quasi, also wenn wir jetzt feststellen würden, naja, der Zusammenhang zwischen Zeitungslesen und Allgemeinbildung ist Punkt 0,5, dann würde man sagen, boah, ja, das ist aber nicht so viel. Ab Punkt 1 würde man sagen, okay, es scheint einen zu geben, ist nicht ganz irrelevant, aber es gibt wahrscheinlich sinnvollere Dinge, die man machen kann, wenn man unbedingt seine Allgemeinbildung verbessern möchte. Aber sobald man beispielsweise bei Punkt 2 und bei Punkt 3 ankommt, würde ich sagen, nee, das ist schon relevant. Also das kann man jemandem empfehlen. Das so ein bisschen als Grundlage dafür, wie wir als WissenschaftlerInnen eben Effekte, dass wir auch die Effektstärken quantifizieren müssen, nicht einfach nur, es gibt einen Zusammenhang. Ja, das ist etwas einfacher. So, dann gehen wir noch zum letzten Punkt, nämlich den der Generalisierbarkeit. Wir lesen an dieser Vorlesung viele Arbeiten, Theorien, Modelle. Und die Frage ist, hilft uns das beispielsweise die aktuelle Regierungskrise in Österreich besser zu verstehen oder nicht? Wie gehen wir damit um? Und ja, erstmal recht ernüchternd ist es, dass wir merken, dass wenn wir Studien replizieren, dass wir die Ergebnisse nicht nochmal wiederfinden. Was bedeutet das also? Eine Replikation ist eine Wiederholung der gleichen Studie, idealerweise durch andere WissenschaftlerInnen. Und dann gucken wir, ob wir das Gleiche rauskriegen. Wenn wir das Gleiche rauskriegen und sagen, ja, Replikation erfolgreich, also wenn Sie Ihre beste Freundin im Burgenland anrufen und sagen, lässt du mal bitte einen Apfel auf den Boden fallen und guck mal, was passiert. Und dann lässt sie den fallen und er fällt runter und sie machen das bei sich nach. Wenn sie sagen, so, ja, okay, wir beide konnten das Phänomen replizieren, dass ein Apfel, wenn man ihn loslässt, dass es auf den Boden fällt, dann gibt uns das mehr Vertrauen dahin, eben zu sagen, naja, eben ist es so, wenn wir Äpfel loslassen, dann fallen sie auf den Boden und dann kommt man vielleicht auf Dinge zur Begründung, dass es vielleicht was mit der Schwerkraft zu tun hat und so weiter. Aber es ist komisch, wenn jetzt bei Ihnen der Apfel nach oben fliegen sollte. Wenn Sie ihn loslassen, dann stellt man sich die Frage, woher könnte das denn liegen? Und das kann sehr spannend sein. Es kann eben vielleicht auf gewisse Situationen aufmerksam machen, wo das vielleicht so ist, weil es vielleicht irgendwo ein Vakuum gibt oder so etwas. Aber es kann aber auch sein, dass da in der Studie irgendwas falsch gelaufen ist. Das erste Problem ist überhaupt, wir merken langsam erst,
dass wir mal mehr Replikationen durchführen sollten. Also viele Studien werden nicht direkt repliziert, gerade in der Kommunikationswissenschaft. Das nächste Problem ist, dass das wird jetzt in der Psychologie, wurde damit zunehmend begonnen, wirklich mal so die Grundlagenliteratur mal zu replizieren. Einfach ein paar Mal nochmal durchzuführen und zu gucken, finden wir das eigentlich wieder? Wie robust ist das? Und da ist es so, dass tatsächlich weniger als die Hälfte der Studien sich dort nur replizieren lassen konnten. Was erstmal nicht gut ist, aber auch man das auch von mehreren Blickwinkeln betrachten kann. Was sind Implikationen? Also zum einen kann man natürlich sagen, okay, unsere Forschung muss robuster werden. Ja, wenn wir einfach schlechte Forschungsinstrumente nutzen, dann kommen da einfach automatisch allein deswegen unterschiedliche Ergebnisse rein, weil mehr Noise, mehr Rauschen in den Daten ist. Es kann aber auch sein, dass sich das Phänomen geändert hat. Es kann sein, dass früher mal etwas, das Lesen von Zeitungen vielleicht zu mehr Bildung geführt hat, das heute aber gar nicht mehr so ist, weil vielleicht über das Zeitungssterben die Qualität so sehr nachgelassen hat. Oder es kann sein, dass ja sogar der Effekt größer wird, weil es eben nur noch gewisse Dinge gibt, nur noch Wochenzeitschriften und sich Wochenzeitschriften vielleicht eher einigen. Also es kann einfach sein, dass sich die Welt geändert hat. Das heißt, die WissenschaftlerInnen der Ausgangsstudie haben überhaupt nichts falsch gemacht, aber das Ergebnis gilt trotzdem nicht mehr. Und von daher ist eine gescheiterte Replikation in jedem Fall informativ. In jedem Fall sagt es uns schon, dass wir auch als WissenschaftlerInnen mit einer gesunden Skepsis an Forschungsergebnisse rangehen sollten und Dinge wie die Theory of Planned Behavior, die einfach über Jahrzehnte schon nachhaltig repliziert wurde, der können wir etwas mehr vertrauen als Dingen, als dieser neuen Supertheorie, die neu um die Ecke kommt und sich erst vielleicht noch erstmal nochmal beweisen muss. Und das Zweite ist, dass sich häufig Studienergebnisse nicht generalisieren lassen können. Also es mag sein, dass das richtig ist in Bezug auf den Kontext, in dem etwas analysiert wurde, aber dass es in einem anderen Kontext aber nicht mehr gilt. Und woran liegt es? Denn das Problem ist so, dass viele der Studien, die wir auch in diesem Kurs lesen werden, auf der sogenannten Weird-Stichprobe basieren. Ja, auf weißen, gebildeten, aus einer industrialisierten Background kommenden, reichen, demokratischen Gesellschaft. Das ist das, was eher die Studierendenschaft auszeichnet oder beschreibt. Und das führt natürlich einen Bias in die Ergebnisse ein, weil eben manche Sachen eben sich hier anders für andere Menschen anders darstellen als eben für diese Stichprobe. Und ja, etwas, was zunehmend klar wird. Es ist auch so, dass wir häufig uns eben nur spezifische Stimuli anschauen, nur spezifische Situationen. Aber wenn wir rauskriegen wollen, wie Medien wirken, dann müssen wir gucken, wenn wir das auch ein bisschen anders präsentieren, nicht nur in Zeitungen, vielleicht auch im Internet, also wenn wir einfach die Darbietungsform von gewissen Botschaften mal auch ein bisschen variieren, bleibt der Effekt dann der gleiche. Ja? Wenn wir das in unterschiedlichen Situationen machen, morgens, mittags, abends, ja, ist es dann ein unterschiedlicher Effekt. Und häufig sind in Studien einfach nur ein Stimulus und nur eine Situation. Es wäre sinnvoll, das einfach auf eine breitere Basis zu stellen. Und das kann man auch messmethodisch auch abbilden, integrieren. Ja, und eben um dahin zu kommen, für diese Generalisierbarkeit müssen eben zunehmend auch unterschiedliche Stimuli ausgetestet werden, um es eben etwas breiter zu begründen. Implikationen, Ergebnisse stimmen häufig nur für den untersuchten Bereich, lassen aber nur bedingt Rückschlüsse auf andere Bereiche zu. Und das ist natürlich immer so die Frage, auch in den Theorien, die wir jetzt dann im Folgenden lernen werden. Ja, mag sein, dass diese Theorie an sich stimmt, aber trifft sie diesen Anwendungsfall zu oder ist sie auf einen anderen Anwendungsfall gedacht? Und das rauszukriegen oder da vorher auch so eine gewisse, ich sag mal, Demut zu haben, zu sagen, ja, vielleicht weiß ich es doch nicht, ich habe eine Vermutung, aber vielleicht auch nicht mehr, ist häufig das, was die weitaus bessere wissenschaftliche Perspektive ist, als zu sagen, es ist auf jeden Fall so und so, weil. So, das war die Hintergrundsitzung zu Theorie und Methoden. Ich hoffe, es hat Ihnen auch ein wenig Freude bereitet und dass für Sie was hängen geblieben ist. Sie können die Dinge, wenn Sie wollen, hier nachlesen, natürlich auch im Bonfadelli und
Friemel. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich schon darauf, Sie in einer Woche dann wiederzusehen. Auf Wiedersehen.